Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit dem Opel Mantag AGTE und zwar die Ausgabe 52. Ja, Ausgabe 52. Schauen wir kurz ins Heft. Viel gibt es diesmal nicht zu erzählen. Das Einzige, was halt interessant ist, ist hier diese sogenannte Sonderausstattung, die es hier mal gab. Hier diese Alufelgen in Gold lackiert. Sehen ganz gut aus, sind auch damals sehr begehrt gewesen. Und hier war auch noch einige Sonderausstattung. Die Kriegsbemalung war nach umgekehrt. Die Kriegsbemalung war nach wie vor serienmäßig. Auf sie zu verzichten, kostete aber keinen Aufpreis. 213 Euro Zuzahlung waren für die Türkis-Metallic-Lackierung fällig. 242 D-Mark für die Alufelgen, wahlweise mit 185er oder 195er Reifen. Die Seitenschutzleisten wurden immer noch nicht serienmäßig verbaut. 1979 kosteten sie zusätzlich 126 D-Mark. Ja, und hier sind wir auch schon wieder. Diese schönen Alu-ATS-Felgen, die es auch in riesen verschiedenen Größen halt entsprechend gab. Ja, viel mehr gab es eigentlich diesmal nicht zu sagen zu den ganzen Opel-Sachen. Nicht so unbedingt interessant zum Manta A. Hier nochmal so eine einfache Studie von so einem Cabrio. Und dann geht es auch schon wieder hier spacig weiter. Alles nicht ganz so interessant. Ja, und hier kommen wir zum Querträger, Pannerstab und Kraftstofffilter mit Leitung. Das ist dann die Ausgabe 53. Gut, wir schauen mal, was wir bauen können. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die komplette Hinterachse. Na, komplett ist er ja noch nicht. Und wir müssen mal gucken. Wir haben hier dann entsprechend zwei Dämpferbuchsen. Ich glaube, ja, die sind sogar aus Metall. Zwei Stück. Dann haben wir hier die zwei Längslenker. Das sind diese beiden Dinger. Die sind natürlich, ja, die sind aus Kunststoff. Da haben wir zwei Stück zu. Und wir haben hier FM-Schrauben. Und wir haben hier PM-Schrauben. Auch wieder recht lange Schrauben, die wir hier zu haben. Und dann schauen wir mal, was wir halt zusammenbauen können. Und zwar nehmen wir uns erstmal die Achse und dann hole ich euch mal ein wenig näher. So, also mittig Bild, ja, so passt. Zack. Gut, wir brauchen als erstes diese Dämpferaufnahmen. Die kommen jetzt hier mit rein. Geht zumindest da, aber passt ziemlich stramm rein. Okay. Löcher sind vorhanden. Und wir sollen von außen mit der FM-Schraube arbeiten. Haben wir drei Stück von, die sich weigern rauszukommen hier. Und dann schauen wir mal, wie das hier durchpasst. Ja, geht recht stramm hier durch. Nochmal gucken, dass wir hier eine richtige Fluchtung haben, damit wir hier durchkommen. Ziemlich stramm, aber passt scheinbar. Und jetzt geht es ziemlich leicht. Das macht mich dann immer schwierig, aber sie ist fest und
Hand lässt sich hier bewegen. Nach oben stehend oder nach hinten. Also auf der Abbildung ist es auf jeden Fall erstmal nach hinten. Gibt aber auch keine, nö, ist alles symmetrisch hier. Stecken wir mal die zweite Version. Die geht, hier geht es etwas leichter. Guck noch mal, dass es fluchtet, genau. Und auch wieder von außen verschraubbar. Mal gucken, dass wir jetzt hier drinne sind. Die Schrauben immer sehr extrem schwer gehen, dann jetzt geht's. Das kriegt die, so hat die Schraube eben hier so einen Ruck gekriegt und dann habe ich mir schon gedacht, ich habe sie abgerissen, aber nee, passt noch alles. Jetzt ist hier, wundert mich ein bisschen, hier geht es recht leicht, hier geht es schwer, aber hier war sowieso ein bisschen der Abstand hier etwas enger, aber lässt sich trotzdem noch bewegen. So ein bisschen, nö, ist alles richtig fest hier, funktioniert einwandfrei. Und bewegt sich so. Dann sollen wir die ganze Sache auf den Kopf legen. Und wir haben ja hier zwei verschiedene. Wir haben ja einmal hier eine, kann man das so sehen, hier so, hier kann man das sehen. Einmal eine längere, sagen wir mal so, hier eine kurze Version und einmal hier eine längere Version. Also längeren Stab. Und dieser kurze Stab, der kurze Stab, nicht die kurze Stab, soll dann hier hinten mit rein und soll nach hinten und unten, also nach oben zeigen. Hier in dem Fall nach unten, aber dann halt nach oben, nach unten. Auweia, warte nun, nee, nach oben. Und dazu brauchen wir die PM-Schrauben. Haben wir hier. Zack, sind auch ziemlich lange Schrauben. Und die werden wieder von außen mal ansetzen. Erstmal vorschrauben. Ich zeige euch das gleich. Und nee, die ist nicht drinne. Die ist nicht im Loch. Jetzt aber lässt sich leicht durchschrauben bis zur nächsten Seite hier. Dann ist er fest und der Längsstab ist fest und hält und bewegt sich. So, jetzt noch die andere Seite dazu. Auch wieder von außen nach innen geschraubt. Am besten erstmal ansetzen, so nicht. Einmal durch, bis die Schraube da die Winde gemacht hat. Dann setzen wir hier wieder ein. Ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen sehen. So, wie gesagt, bewegt sich hier drinne schon. Und festschrauben, bis es in der anderen Seite das Gewinde gegriffen hat. Und damit sind die Längsstabilisatoren auch fertig oder Längsträger. So, so sieht jetzt das Ganze aus. Schwupp. Damit hätten wir die Ausgabe 52 auch fertig. Ausgabe 52 erledigt. Wir haben hier die Dämpferhalterung montiert und wir haben hier die Längsträger, Längslenker nennt sich das, genau, Längslenker
auch befestigt. Und ich denke mal, dass wir die dann in der nächsten Ausgabe, na, ich glaube nicht in der nächsten Ausgabe, noch nicht, aber da haben wir ja den Panhardstab und den Kraftstofffilter und noch eine Querträgerhalterung. Und dann können wir wahrscheinlich, oder hoffe ich zumindest, die Hinterachse dann schon mal einbauen. Mal schauen, ob wir da soweit denn entsprechend in der 53er Ausgabe dann schon sind. Ja, wie gesagt, das war es eigentlich auch schon erstmal. Und ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.